Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Die Videos sind jetzt in dieser Zeit etwas kürzer, insbesondere die englische Woche spielt damit rein. Aber naja, genug gelabert, das Bayern-Spiel habt ihr eventuell gestern schon auf dem Kanal gesehen. Ansonsten bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator. Sprachfehler sind immer denkbar und es ist nur eine Prognose. Jetzt aber viel Spaß mit dem ersten Spiel. Nach dem kleinen Patzer der Bayern auf eigenem Grund gegen den FC Augsburg wollte man jetzt in der Hauptstadt wieder ein besseres Bild von sich zeigen. Jetzt kam aber Hertha BSC gut in diese Partie. Zu Hause ja sowieso noch ungeschlagen. Fabian Lustenberger, vierte Spielminute, das erste Saisontor für den defensiven Mittelfeldspieler. Sah beim 1:0 gegen Bremen zuletzt nicht gut aus. Das machte er jetzt wieder wett. Und die Anfangsphase war die Hertha deutlich die bessere Mannschaft. Drehkick nach einem Eckstoß mit der Direktabnahme, die aber dann doch recht deutlich über den Kasten hinweggeht. Die Bayern kamen dann nach 22 Minuten das erste Mal im gegnerischen Strafraum zum Schuss. Und zwar so, durch Arjen Robben in der 23. Minute konnten sie dann auch das 1:1 erzielen. Bis dahin ein wenig schmeichelhaft für die Gäste, aber mit der Eiseskälte vorm Tor haben sie sich belohnt. Dann vor der Pause nochmal die Möglichkeit, Thomas Müller, diesmal wird er aber noch gehindert, scheitert mit dem Schuss, der gut sonst gesessen hätte, stark grätschte rein. Kraft übrigens im Tor, Jahrstein-Vertreter, musste ja zur Pause gegen Bremen reinkommen. Wir springen in den zweiten Durchgang, Lewandowski mit der ersten Möglichkeit nach nicht einmal 5 gespielten Minuten, aber wieder stark, der da reingrätscht und den Ball vom Torschuss verhindert. 57. dann auch mal wieder die Berliner nach vorne aktiv. Das ist Vedat Ibisevic mit dem Kopfball, aber doch deutlich am Kasten vorbei. Der hätte auch sonst nicht genügend Druck gehabt. Und die Bayern kamen dann zum Ende hin nochmal. Und wie sie kamen, durch Robert Lewandowski zum Lucky Punch in der 84. Spielminute. Der letzte Torschuss der Partie entscheidete diese dann auch. 2:1 gewinnt der FC Bayern München, dreht das Ganze nicht ganz verdient. Hertha hatte sich wirklich gut geschlagen, aber die Eiseskälte vom Tor hatte dann am Ende des Tages wieder der FC Bayern München und macht den kleinen Ausrutscher unter der Woche direkt am Freitag wieder gut. Der FC Schalke 04 steht am 6. Spieltag gehörig unter Druck. 0 Punkte am Tabellenende stehend. Und Mainz kam hier besser rein als die Königsblauen. Erste Aktion, Bell verlängert und Quaison mit dem Abschluss. Das hätte es schon sein können, vielleicht sogar sein müssen. Ralf Fährmann ist aber aufmerksam und verhindert diese Nackenklatsche in der Frühphase der Partie. Weiterhin aber die Gäste, die spielbestimmende und bessere Mannschaft. Mateta mit dem nächsten Abschluss. Schöner Kopfball aus knapp 13 Metern. Fährmann fängt den aber ab 10 Minuten vor der Pause nochmal Mainz. Baku, der Schuss aber dann doch deutlich drüber. Im zweiten Durchgang weiterhin Mainz die bessere Mannschaft. Das konnte man nicht anders sagen. Und Schalke schlief und wurde jetzt auch bestraft. 54. Spielminute, das hochverdiente 1:0. Es war eigentlich ein Witz, dass es nur 0:1 stand. Bis kurz vor dem Ende Maxim diese Möglichkeit liegen ließ. Fermian dazwischen in der 84. Minute. Hätte es das sein müssen. Alleine steht er da. Aber Fährmann macht das auch überragend. Und dann kam einmal Schalke. Burgstaller nach außen gespielt. Und Konoplyanka nimmt die Flanke von Harit perfekt ab. Und das Unglaubliche trat doch noch ein. 89. Minute Ausgleich für S04. Das war nicht verdient. Der erste Punkt steht fest. Vielleicht moralisch zumindest etwas wertvoll. Aber spielerisch werden sie sich deutlich steigern müssen, um mehr Punkte in dieser Spielzeit zu ergattern. Die TSG Hoffenheim hatte RB Leipzig zu Gast und bald wird sich uns diese Partie auch im DFB-Pokal präsentieren. Aber jetzt geht es erstmal darum, die gute Bundesliga-Form weiter voranzutreiben. Erste Möglichkeit für die Gastgeber. Brinett ist das mit dem Kopfball nicht schlecht gesetzt, aber dann doch etwas am Kasten vorbeigesetzt. 25 Minuten jetzt gespielt, RB Leipzig wurde gefährlicher und stach auch zu. Timo Werner in der 25. mit dem dritten Saisontor. Tunnelt Baumann, unglückliche Aktion, aber lange ließ Hoffenheim das nicht auf sich sitzen. Was für ein Abschluss von Bittencourt. Da ist Gulaschi noch dran, kann es aber nicht mehr verhindern. Schöner Schuss und das verdiente 1:1. Vor der Pause nochmal RB mit dem Abschluss. Baumann reagiert klasse.
und verhindert so den Pausenrückstand. Eine von Chancen geprägte Partie, die zur Pause eben auch noch kein Führungsspieler, Führungsteam verdient gehabt hatte. Im zweiten Durchgang wurde aber Hoffenheim dann eisigkalt erwischt. 62. Sabitzer schließt ab. Nichts wieder zu halten für Baumann. Der reagiert gar nicht. 10 Minuten vor dem Ende die nächste Möglichkeit. Leipzig wollte es jetzt entscheiden, aber erstmal war Baumann noch zwischen der Entscheidung und Upamecano stehend. Jetzt aber gewann der Innenverteidiger das Duell. 88. erstes Saisontor für den Innenverteidiger. Man war nicht sonderlich froh in Sinsheim, aber das ging schon so in Ordnung, dieses Resultat. RB Leipzig gewinnt mit 3:1 in der Würsel-Rhein-Neckar-Arena. Und Hoffenheim muss es dann unter der Woche gegen Man City deutlich besser machen. Die Vorzeichen dieser Partie sind deutlich gesteckt. Der VfB Stuttgart ist in einer Mini-Krise, die sich langsam vergrößert. Und Werder Bremen ist klasse in die Saison gestartet und spielte hier gut auf. Von Beginn an die erste Möglichkeit. Moisander kommt nach dem Eckstoß zur Möglichkeit, aber ohne Erfolg. Weiterhin die Gäste besser. Zieler mit der tollen Parade. Unter der Woche patzte er noch. 27 Minuten jetzt gespielt und die Möglichkeit ergab sich, für Kruse auch endlich dann zu treffen. 27. absolut verdiente Führung. Zieler sieht hier nicht ganz gut aus, aber wird da auch weitestgehend alleine gelassen. Und vor der Pause meldeten sich dann mal die Stuttgarter. Endlich möchte man sagen. 37. Mario Gomez mit dem Abschluss, der aber doch übers Tor hinwegging. Jetzt wurde der VfB frecher und traute sich mehr. Mussten sie auch hier zu Hause vor der Cannstatter Kurve. Jetzt im zweiten Durchgang waren sie motivierter, doch Werder Bremen auch nie komplett zu verhindern. Eggestein nach einer Stunde mit dem Abschluss. Die Entscheidung wurde vertagt und es gab keine Möglichkeit mehr für Stuttgart. Das ist bitter aus Stuttgarter Sicht, weil man durchaus etwas hätte nach vorne bringen können. Es ist eine waschechte Krise mittlerweile beim VfB und Werder Bremen gewinnt weiter. War sicherlich ein starker Konkurrent, aber etwas mehr hätte man sich vom VfB zu Hause dann doch erhofft. Der VfL Wolfsburg traf am Samstagnachmittag auf den VfL Borussia Mönchengladbach und es sollte eine spannende Partie werden mit zwei durchaus gut aufgelegten Mannschaften. Erste Möglichkeit, Bayer, der Rechtsverteidiger der Gladbacher, mit dem ersten Abschluss der Partie, ging dann aber doch recht deutlich über den Kasten hinweg. Der VfL Wolfsburg wagte sich nach einer Viertelstunde nahe vorne und wie? Mali mit dem Abschluss an den Pfosten. Pech in der Situation und 10 Minuten vor dem Pausenwechsel gab es das 1:0 für die Fohlen. 34. Jonas Hofmann, sein zweites Saisontor, hält die Pike hin und Castells ist im kurzen Eck machtlos. Aber lange ließ sich das Wolfsburg nicht gefallen. Ginczek mit dem klasse Abschluss per Kopf. Aber auch eine tolle Parade von Jan Sommer. Der Schweizer in der Saison scheint da richtig gut aufgelegt zu sein. Aber es kam nochmal der VfL vor der Pause. Ginczek liegt auf und Arnold mit allem, was er hat, macht da das 1:1. Was für ein Abschluss. Erstes Saisontor für den Wolfsburger Jungen. Im zweiten Durchgang wurde dann Gladbach wieder etwas mehr vorstellig nach vorne. Castells pariert aber hier gegen Neuhaus. Der Ball geht auch ins kurze Eck und muss auch pariert werden. Aber positiv zuvor kann man es dennoch heben. Und Castells dann mit der nächsten Aktion hier aber noch ohne Gefahr. Es kam noch einmal Gladbach in der 92. Aber das war es dann auch. Der VfL Wolfsburg lieferte im zweiten Durchgang keine gute Partie nach vorne mehr ab. Aber Gladbach erarbeitete sich und verdiente sich das 2:1 im Prinzip. Aber es fehlte der 100%ige Abschluss und so geht dieses 1:1 dann im Endeffekt auch in Ordnung. Wie würde der erste FC Nürnberg die Klatsche bei Borussia Dortmund verkraften? Fortuna Düsseldorf kam jetzt mit einer 1-2-Pleite gegen Leverkusen hier ins Max-Morlock-Stadion, hatte aber die bessere Anfangsphase. Nürnberg wirkte noch etwas unsicher und irritiert und Luke Bacchio hätte hier schon durchaus das 1:0 verdient gehabt, aber Bredlow mit einer klasse Tat verhindert das erstmal. Doch der anschließende Eckstoß, reingetreten, gefährlich und Kaminski steigt am ersten Pfosten hoch und macht das 1:0. 11. Spielminute, erstes Saisontor für den Neuzugang.
Bredlo ist im kurzen Eck nicht zur Stelle. Wenig später gab es aber für Nürnberg dann die Möglichkeit auszugleichen. Kubo in der 21. Minute trifft nur das Außennetz. Bittere Aktion. Rensing wäre sonst aber eventuell auch da gewesen. 10 Minuten vor der Pause. Nürnberg hätte sich das 1-1 jetzt wirklich verdient gehabt. Es sollte nicht sein. So gab es auf der Gegenseite nochmal diese Möglichkeit und Kevin Stöger war eiskalt per Kopf. Das zweite Tor, das per Kopf an diesem Spieltag für die Düsseldorfer fiel. 42. 0-2. Es ging bitter weiter im zweiten Durchgang für den ersten FCN. 52. Minute, Stöger mit dem Doppelpack. 0-3. Unglaublich. Aber Nürnberg gab sich nicht auf. Sie hackten alles rein, was sie hatten, aber es wurde nicht belohnt. Nicht mal mit einem Tor konnten sie sich hier schmücken. Hier wäre vielleicht sogar ein Elfmeter drin gewesen, aber Hennings war es egal. 93. Minute. 4-0. Viel zu hoch am Ende, weil Nürnberg eine gute Leistung ablieferte, auch viel kämpfte, aber Düsseldorf eiskalt vorm Tor war. Die Chancen, die sie hatten, machten sie fast gänzlich rein. Und so kommt dann dieses 4-0 zustande. Das Topspiel des sechsten Spieltages lautete Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Und man hatte sich bei den Borussen die Seele freigeschossen unter der Woche. Hier starteten sie durchaus gut rein. Und wie sie rein starteten, Thomas Delaney, vierte Spielminute, 1-0 für die Gäste. Leverkusen wurde überrumpelt, in den letzten Wochen ja deutlich spielstärker aufgefahren. Die Elf von Heiko Herrlich, hier wurden sie gleich mal kalt erwischt. Es kam dann lange nichts, aber dann diese Möglichkeit von Schmelzer auf der Linie pariert. Alario mit dem Kopfball, fast das 1-1. So gab es vor der Pause die Möglichkeit zum 2-0. Delaney per Kopf, aber am Kasten vorbei. 2-0 wäre auch zu hoch gewesen. Dennoch ging unter dem Strich die Halbzeitführung so auch in Ordnung. 50. Spielminute, Kai Havertz rüttelte dann die Leverkusener etwas wach. 52. die beste Möglichkeit für Leverkusen in dieser Partie. Bezeichnend, dass es ein Schuss aus der zweiten Reihe war, aber auch Glanztat von Bürki. Jetzt nach einer Stunde wurde Dortmund wieder gefährlicher. Paco Alcácer mit einem Kunststück wurde ja unter der Woche noch geschont, konnte jetzt wieder mitwirbeln. Das ist eine klasse Technik, die er an den Tag legt. Wurde in der Situation aber nicht belohnt. Viertelstunde jetzt noch zu spielen. Leverkusen wollte es nochmal wissen. Kor legte alles rein mit diesem Schuss, aber Akanji sprang irgendwie dazwischen. Bisschen Arm war auch dabei, aber es gab keinen Strafstoß. Nachspielzeit, die beste Möglichkeit für Leverkusen nochmal auszugleichen. Kai Havertz ließ sie liegen. Unglaublich, so einer muss sitzen, wenn man gegen Dortmund punkten möchte. Es gelang ihm nicht. Roman Bürki hält den 1-0 Führungstreffer, der früh in der Partie gefallen war, für Dortmund fest. Und so gewinnt die Elf von Lucien Favre 1-0. Eintracht Frankfurt musste unter der Woche eine Pleite hinnehmen. Man verlor bei Borussia Mönchengladbach mit 3-1. Hannover 96 verbarrikadierte sich hier hinten und das wurde gleich bestraft. Nach 4 Spielminuten Sebastian Haller mit seinem 4. Saisontor markierte er das frühe 1-0 für die Gastgeber. Wir müssen ja am Donnerstag wieder in der Euroleague ran, aber so spielten sie nicht. Sie hatten richtig Lust auf diese Partie. Ein Dicker mit der Möglichkeit, aber erstmal noch Pech in dieser Situation, dass der so knapp vorbeiging. Hannover verlor ja 1-3 zu Hause gegen Hoffenheim. Nach 18 Minuten schon eine Handvoll Möglichkeiten für die SGE, mehr draus zu machen als nur diesen 1-0 Vorsprung. So dass Hannover die Möglichkeit hatte, im zweiten Durchgang alles zu drehen. Aber erstmal war Kevin Trapp dazwischen. Hat er etwas dagegen, würde jetzt Hannover die Partie im zweiten Durchgang übernehmen. Es sah erstmal da nach aus, zumindest so ein wenig. Der anschließende Eckstoß, gefährlich reingetreten und der nächste Abschluss. Niklas Füllkrug trifft nur Außenpfosten, Außennetz aus sehr spitzem Winkel. Dennoch waren es gute Aktionen der Hannoveraner. Es kam nach einer Stunde mal wieder Entlastung von den Gastgebern. Esser pariert aber den Schuss von David Abraham. Super gemacht von beiden Aktionen. Kann man nur gute Worte drüber verlieren. Und 5 Minuten vor dem Ende die Möglichkeit für Frankfurt, für Kostic alles zu entscheiden. Aber Esser nochmal im Zusammenspiel mit dem Pfosten verhinderte er das. Und dennoch gewinnt Eintracht Frankfurt am Ende
diese Partie. 1:0 geht auch so in Ordnung, auch wenn Hannover im zweiten Durchgang deutlich stärker aus der Kabine kam. Der FC Augsburg konnte dem FC Bayern München den ersten Punktverlust zu Hause auch noch beibringen. Hier kamen aber die Gäste besser rein. Die gewannen ja auch 1:0 gegen Schalke 04. Also zwei Achtungserfolge der beiden Mannschaften, die hier am Sonntagabend aufeinander trafen. 40 Minuten schon gespielt. Das ist Robin Koch mit der Vorlage und die Parade von Lute gegen Günther, der linke Verteidiger, der mal mit nach vorne gekommen ist. Nach 41 Minuten kann sich Augsburg bei Lute bedanken, dass es noch 0:0 stand und sie hier die Möglichkeit hatten, durch Khedira zum 1:0 zu kommen. In der 45. Minute sollte nicht sein. Wie erwähnt, das wäre auch dem Spielverlauf nicht entsprechend gewesen. Im zweiten Durchgang dann Freiburg erstmal wieder gefährlicher. Was für ein Abschluss von Petersen, tolle Parade, aber auch von Lute. Dann verlor aber Augsburg den Ball und Roland Salay ist ganz frech, macht sein zweites Saisontor. Schon gegen den VfL Wolfsburg getroffen und jetzt luchst da hier Framberger den Ball ab und lupft den einfach rein. Das ist einfach überragend gemacht. Doch lange hielt diese Führung nicht, weil Michael Gregoritsch ein abgezockter Typ ist und per Kopf am kurzen Pfosten einnicken kann. 60. Minute, es stand 1:1. Es gab kurz vor dem Schluss aber nochmal die Möglichkeit für Freiburg, diese Partie für sich zu entscheiden. Dominik Heinz scheiterte und so blieb es dann beim 1:1. Das leistungsgerecht auch so in Ordnung geht. Tendenziell war Freiburg die bessere Mannschaft, aber der FC Augsburg hat sich nie aufgegeben und hat sich damit dieses 1:1 auch erarbeitet. So, das war die Prognose zum 6. Spieltag. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten würde ich mich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Naja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video kommt ja wieder Champions League und Euroleague unter der Woche. Bis dann und ciao.